Liberec vor genau einem Jahr. Hupfengatsch im noch nicht fertigen Langlaufstadion hieß es damals. Und das machte die vielen Mühen der Veranstalter nicht kleiner. Aber das war Schnee, oder besser gesagt kein Schnee von gestern. Denn heute sieht Liberec so aus. Es hat die letzten Tage durchgeschneit und die weiße Pracht macht den Organisatoren noch mehr Mut auf eine erfolgreiche WM. Die Sorgen lichten sich. Alles ist im Plan, wir müssen noch die Werbebanden und WM-Logos anbringen. Die Bühne für die Siegerehrung im Zentrum wird noch fertiggestellt und wir versuchen den Ticketverkauf in den Medien anzureißen. Denn mangelndes Publikumsinteresse könnte sich zum größten Problem dieser WM entwickeln. Es wird zwar in Liberec mit Sicherheit mehr Zuseher als bei der WM in Sapporo vor 2 Jahren geben, aber das wird wohl kaum das Ziel der Veranstalter sein. Ob man den großen Schritt zu einem richtigen Skifest schaffen wird, ist noch ungewiss. Denn weit weniger als die Hälfte aller Tickets sind erst verkauft. Die Begeisterung der Bewohner von Liberec über ihre WM ist überhaupt enden wollend. Ich denke, es ist keine gute Idee, die WM hier auszutragen, aber die Vorbereitungen sind schon so weit fortgeschritten, jetzt sollen sie auch stattfinden. Es ist mir egal, das ist nicht mein Problem. Aber sehen Sie es positiv oder negativ? Gar nicht. Es ist mir einfach egal. Ich bin dafür, ich bin selbst Sportler und ich denke, es ist eine Chance für Liberec. Ich denke, die Hälfte der Leute hier ist sportbegeistert und die wird auch zu den Wettkämpfen kommen. Die andere Hälfte mag keinen Sport. Für sie ist die WM ein Problem, denn wir müssen den Verkehr teilweise umleiten, ein paar Straßen sperren. Das wird nicht jedem gefallen. Den Sportlern wird dafür gefallen, dass in der 100.000 Einwohnerstadt alles sehr nah beieinander liegt und keine weiten Reisen notwendig sind. Nur das österreichische Team hat sich ein feines Quartier ausgesucht, das 20 Kilometer außerhalb von Liberec liegt. Ein in Österreich nicht ganz unbekannter Herr stellt es voll Begeisterung vor. Hallo, herzlich willkommen in Tschechische Republik. Für mich freue ich mich, darf ich ganz kurz vorstellen, dieses Hotel, wenn kommt Nationalschnittteam, weil damals war da auch das Nationalfußballteam von Tschechien. Und Zimmer 25 dieses Hotels soll das Allerschönste sein. Damals wohnt da Karel Brückner vom Nationalteam. Jetzt kommt Toni Inauer, Alexander Portner. Die beiden sollen sich angeblich noch darüber streiten, wer nun in Karel Brückners Zimmer wohnen darf. Kalt, warm werden sie es in diesem exklusiv vom ÖSV reservierten Hotel haben und das im positiven Sinne. Möglicherweise ist ihnen der äußerst seriöse Hotelpräsentator bekannt vorgekommen. Ladislav Meyer hat nämlich lange bevor er für Rapid 11 Meter gehalten hat, in Liberec das Tor gehütet. Oh! Er erklärt die Stadt in der Fußballersprache. Die Stadt hat 100 Zuschauer. Das ist nicht so, das ist dritter oder vierter Platz in Tschechien oder so. Übersetzt heißt das, Liberec hat 100.000 Einwohner und ist damit nicht die dritte oder vierte, sondern die sechstgrößte Stadt in Tschechien. Ob sich Ladi Meyer vorstellen könnte, eine Sprungschanze runterzufahren? Er könnte ja, so wie es Thomas Morgenstern schon einmal getan hat, einen Ball mitnehmen. Ja, danke. Vielleicht einmal oder zweimal. Erstes Mal oder letztes Mal. Die österreichischen Nordischen werden es hier öfters tun. Und das hoffentlich so erfolgreich wie beim Triumph von Thomas Morgenstern im letzten Jahr.